Name ist Kochi, wir spielen Deus Ex, Minikin Divided und wir finden uns hier und wir sind zwar gerade eben schon mal reingekommen, aber... Oh, gut. Es war da nicht ganz so optimal. Wir sind hier im Gebiet der Twellies und jetzt suche ich gerade nach einem besseren Weg. Halt, da war ein Fenster und dann Deckung ein bisschen bescheiden. Ihr habt es ja gerade vielleicht gesehen. Und mal gucken, ob es jetzt noch einen besseren Weg findet. Ist das? Nein, das ist einfach nur so Schmeiß und da geht es nicht lang. Moment, bin ich denn jetzt? Kam ich hierher? Ich weiß es nicht mehr. Oh Mann. So, hierher kam ich. Bin ich gerade verlaufen. So, da ist so ein riesengroßer Roboter. Ich glaube, Scharfschütze sieht auch noch so aus. Und ja. Da hinten ist einer, aber die Menschen machen uns kein Problem, keine Sorgen, denn eigentlich ist nur der Roboter, der gerade ein bisschen Kopfzerbrechen macht. Hier lang. Haben es gerade rechts versucht. Da hinten ist noch einer. Das hätte knapp sein können. Ich sehe ihn auch gerade nicht. Ah, der ist drinnen. Gut, der wurde ein bisschen entdeckt. Ist der Chip wieder drin oder hat den jetzt gerade weggenommen? Okay, hangen wir uns mal von. Okay, so weit, so gut. Okay. Ist noch einer irgendwo in der Nähe? Schade, dass es kein Fenster ist. Habe ich bis jetzt nicht gefunden, wo wir rein können. Ich weiß es. Kamera, Kamera, Kamera. Gut, das ging ja noch alles ganz gut. Voll, kann man nicht mitnehmen. Gut, kein Problem, lassen wir es da liegen. Aber oben ist noch mindestens einer und der läuft ab und zu mal in den Schatten der Kamera. Deswegen ist das ein bisschen nicht okay. Wo ist er denn da vorne? Ich sehe ihn gerade nicht.
Er kommt bestimmt gleich nochmal kurz zu uns hergeschaut. Da können wir ihn ja nochmal ausschalten. Obwohl es eigentlich auch dann keine Rolle spielt, ob wir den jetzt ausschalten oder nicht. So, jetzt ist er weg vom Kamerasichtfeld. Okay, komm, dann lassen wir den einfach mal in Ruhe. Auf dem Koffer gucken, was drin ist. Ein bisschen was konnten wir mitnehmen. Das ist gut. Bis jetzt fehlt mir nur noch der Weg nach drinnen. Ah. Okay, wir ducken uns mal um. Oh, war gerade ein bisschen. Ich habe hier ein bisschen Angst, wenn ich jetzt drauf springe, falle. Wie auch immer, dass ich dann nach unten falle. Beziehungsweise schmeißen wir da einen Schatten. Okay. Da drin ist eine Kamera, ansonsten ein paar Männchen, Menschen. Jensen, Marchenko muss doch einen Deal abschließen, richtig? Mit den Dwellys, ja. Ist nicht gerade viel, ich weiß. Schon möglich. Aber diese Typen sind die besten Schmuggler der Welt. Das heißt, gefälschte Papiere. Vielleicht finden... Einen Moment. Finden Sie was im Büro vom Boss? Wenn ich das Büro finde. Schön, das sind noch drei Schritte gegangen, dann... sind da runter. Und jetzt halt's Maul. Ich muss mich konzentrieren. Da kippt er jetzt mal endlich um. Ist da hinten jemand? Nein, da ist keiner. Ich dachte, da war einer. Da ist eine Kamera. Ansonsten sehe ich nicht wirklich viel, was hier rumläuft. Wo man jetzt sagen könnte, Mensch, da ist... spricht der. Und jetzt halt's Maul. Ich muss mich konzentrieren. Ist irgendwo einer, aber ich sehe ihn nicht. Also, ah, das kann auch sein, dass das der da oben ist. Ich bin jetzt. Ah, wohin runter? Draußen läuft einer. Ah, da unten läuft irgendwo einer rum, aber. Na gut, hier wird's nicht besser. Verdammtes Säufer! Kleinen Moment und... jemand von oben. Wir haben schon mal das drinne geschafft. So, haben wir es erstmal soweit geschafft. Okay.
da. Gut, okay, den PC da unten können wir vergessen, da steht was drin. Ich glaube, da stand noch ein bisschen was drin, aber nicht mehr wirklich ein Code. Von daher ist der nicht wirklich interessant. Unten sind nochmal Typen. Und die sind dann schon eher da am Fenster, hat nicht so gestört, die können wir ausschalten. Und ansonsten müssen wir gucken, ob wir mit der Kurse noch andere ausschalten können. Ist leider etwas dunkel. Und deswegen sehe ich die manchmal ein bisschen schlecht. Okay, kleinen Moment, ja. So, geht gleich los. Schade, dass wir entdeckt worden sind. Lief gar nicht mal so schlecht. Aber gut. So, und da geht's weiter. Hoffentlich haben wir. Okay, wir haben hier gespeichert, das ist nicht ganz so verkehrt. Haben wir ihn getroffen? Kippst du um? Ja, schön. Nein! Schade, dass er nachgeladen hat. Ah, wir können uns hinstellen, wir sind schon ganz oben. Oh nein, wir sind wieder entdeckt. Nein, ich wollte nicht. Schade, wir wurden wieder entdeckt. Versuchen wir es noch einmal. Gucken, wie es besser klappt. Das hat vorne erstmal so wohl geklappt, dass wir ihn ausschalten konnten, ohne dass der Große jemand was mitbekommen hat. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt waren wir einfach mal ein bisschen zu spät. Gleich geht's los. So, müssen wir kurz. Eigentlich das Gespräch mit Self hat auch nicht viel gebracht. Hätte man sich auch schenken können. Gut, es gab Punkte, es gab massiv viel Punkte. Aber im Großen und Ganzen war das. Hat es keine Rolle gespielt. Ich muss mich konzentrieren. Ist da jemand? Ist jetzt da bei den anderen? Da ist sie irgendwo auf der Ebene. Ich, der ist. Ach, schön, das war dann der oben da. Ja, ich habe ihn echt nicht gesehen. Hat sie gerade orange geleuchtet? Wenn dann vielleicht gelblich leuchten, dann. Ja. Vermuten die, dass da irgendwas nicht stimmt. Die Gefahr scheint vorbei zu sein. Das ist ja die Treppe runter. Ich sehe es nicht ganz, aber es könnte doch durchaus sein. Da hat er da unendlich immer ab. Sonst nicht. Gut, können wir kurz gucken, ob es hier eine Karte gibt. Wir sind hier und wohin müssen wir? Ebene 1.
Da hinten ist eine Kamera und der sieht uns. Ah, kleiner Hund. Okay, jetzt kommen da wieder 3-2 reingerannt und... Wohin? Nein, das ist ja auf dem Dach. Schön, mal kurz schauen, was passiert, wenn dann der Alarm rum ist. Und den Typen werden echt nur machen müssen, dass ich ein bisschen auf dem, naja, Geist. Ich immer denke, dass dann hier, dass der nicht weit weg von uns ist. Aber der ist ja doch oben und vielleicht kommt er nicht zu uns runter. Und hoch, na gut, schon nicht mehr kommen. Müssen wir kurz warten, ist gleich vorbei. Schön. Haben das mehr oder weniger erfolgreich geschafft. Hey, da ist eine Kamera, die soll uns jetzt nicht weiter stören und ich... Okay, da oben müssen wir eigentlich überhaupt nicht hin. Da vorne ist einer, den lasse ich jetzt mal vollkommen links liegen, denn... Ja. Wir wechseln mal zum Nahkampf. Der Weg hier unten rein wäre, glaube ich, doch der bessere gewesen. Denn, da ein bisschen was sparen können. Okay, da ist nur die Kamera, oder? Ja. Aber da sind noch mehrere Schatten. Aber es ist da vorne, deswegen können wir noch ein bisschen weiter vorgehen. Und müssten dann auch bald da sein. Jetzt speichere ich jetzt doch mal. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so erfolgreich war. Okay, die sind alle da drin, ne? Müssen wir da rein oder müssen wir da vorbei? Ich glaube, da müssen wir rein. Ah, kacke. Verzeihung. Schön, das fällt überhaupt. Gut, wir müssen nicht hier rein, weil das ist... Das sind echt ein bisschen viele Leute. Hier geht's wieder hoch. Wollen nach. Ah, müssen wir da nach unten. Da müssen wir doch da durch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Das jetzt hier, aber hier geht's auch nicht weiter. Nein, wir müssen da zurück und das dann da durch und jetzt ein bisschen zügig machen, da drücke ich bei vor. Okay.
Okay, aber dann. Na gut, es wird der Folge laden, deswegen. Was? Das war gerade ein bisschen knapp. Das wäre jetzt ganz gut. Ich bin mir hier nicht sicher. Okay, hier geht's auch wieder nach oben. Oh, bin gerade ein bisschen aufgeregt, deswegen. Wow. So, noch ein, zwei, dann müssen wir es geschafft haben. Zugriff gewährt. Ich weiß nicht, ob es einer hier, ob hier jemand ist. Ich glaube eher nicht. Okay, ja. Sieht ganz gut aus und. Hier vorne ist wieder irgendwas Größeres. An der Stelle pausieren wir das Spiel, geht dann weiter im nächsten Video hier und versuchen das Ganze auszuschalten. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ihr dürft gerne das Ganze liken oder auch nicht liken, je nachdem. Gerne was in die Kommentare schreiben und ein Abo dürft ihr auch mitnehmen. In diesem Sinne bedanke ich mich, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Koji. Bye.